Telltale Games und Skybound. The Walking Dead. Dunkle Grüße und herzlich willkommen zu meiner nächsten Let's Play-Reihe. Gut, wollen wir direkt anfangen. Wie ihr sehen könnt, habe ich bereits einmal begonnen, dieses Spiel zu zocken. Allerdings kam ich bloß bis Episode 2, aus zeitlichen Gründen hauptsächlich. Und darum habe ich mich entschieden, es jetzt noch einmal zu beginnen, ganz von vorne. Und ich habe beschlossen, in den vielen Antwortmöglichkeiten, die sich einem dem Spiel über ergeben, na, sagen wir, die möglichst bösesten Kommentare zu geben, die uns als richtigen Badass darstellen, sofern möglich natürlich. Nun gut, einmal klicken. Wir gehen natürlich auf Standard, denn wir sind blutige Anfänger. Natürlich fangen wir am ersten Tag an. Das versteht sich von selbst. Da könnt ihr es nochmal lesen. Die Handlung wird stark an unsere Antwortmöglichkeiten angepasst. Telltale Games präsentiert. In Zusammenarbeit mit Skybound Entertainment. The Walking Dead. Episode 1. Ein neuer Tag. Ein ruhiger Tag bisher. Wir sitzen in Handschellen in einem Polizeiwagen. Was haben wir wohl verbrochen? Was wartet für ein Schicksal auf uns? Hm, und was mag dieser Police Officer wohl denken? Er guckt mich doch beunruhigend an. Ja. Well, I reckon you didn't do it then. Was haben wir nicht getan? Was soll ich antworten? Ich weiß es doch gar nicht. Wie ihr sehen könnt, haben wir nur begrenzte Zeit für eine Auswahlmöglichkeit. Nehmen wir doch die 4. Schweigsam. Hm. Nope, definitely not. You know, I've driven a bunch of fellas down to this prison. Lord knows how many. Usually it's about now I get the I didn't do it. Wir ziehen es durch und schweigen ihn an. Wir sind so badass. But you don't talk too much, do you? Nicht wirklich. Ja. Oh, die Sonne. Ich sehe die Sonne. Süße Freiheit da draußen. Ich möchte raus. Ich möchte einen Spaziergang machen. Aber nein, ich bin hier mit ihm. Und wer weiß, was er noch so vorhat. Mal sehen. I followed your case a little bit. You being a making boy and all. Okay, ich denke, wir brechen das Schweigen und das Eis damit auch. What do you think? I'm just glad I chose law and not order. Big mess of trial like that. Even if you was innocent, a lot of what happened can't ever be undone. Sehr wahr. Ein erneuter Blick nach draußen. Die Landschaft hat sich kaum geändert. I got a nephew up at UGA. You teach there long? Going on my 6th year. You meet your wife in Athens? Ja, you wanna know how I see it? Nehmen wir die Nummer 2. Not really. Too bad. It's my car. You might have the right to remain das silent, but it don't mean I Nein. Gotta be. Oh yeah, wir sind so ein bad guy. Regardless, could be you just married the wrong woman. Das ist einfach. Sag es schon! Ach. War den Versuch wert. Und da draußen scheint irgendwas vor sich zu gehen. Polizeieskorten, Hubschrauber.
Was ist da bloß im Gange? Bestimmt nichts Gutes. Oder was meinst du? I'm driving this man once. He was the worst one. He wouldn't stop going on about how he didn't do it. He was an older fella, big soft eyes behind a pair of smart folk glasses. And he just wailing back there. Says it wasn't him. Crying and snotting all over right where you're sitting. Officers are available for incoming 217. Gut zu wissen. Then before long, he starts kicking the back of the seat like a fussy baby on an airplane. And I tell him he's got to stop. That's government property, and I'll be forced to zap him otherwise. So he stops, and having exhausted all his options, he starts crying out for his mama. Mama, it's all a big mistake. It wasn't me. Das ist eindeutig ein Fall für... So did he do it? They caught the fucker red-handed, stabbing his wife, cutting her up as the boys came through the door. He sits in my car screaming bloody murder that it wasn't him. I think he actually believed it himself. It goes to show, people up and go mad when they believe their life is over. I got another good one for you. This one's a little bit less Achtung! Impressive. Achtung, Scheiße! Pass auf! Guck nach vorne! Nein! Oh, shit. This other Nein! Au! Ah. Oh, fuck! Nein! Ah! 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 Nein! Ah! Ah! Ich hab mir mein Zeh verstaucht! Mein Zeh! Mein großer Zeh! Ah! Ah! Was? Was geht da draußen vor sich? Wer ist da? Ja. Augen auf! Du schaffst es! Was für Geräusche! Was? Ich... Shit! Oh ja, das denke ich mir auch. Thirsty. Ai, Fuck! Leg! Wie kommen wir da bloß wieder raus? Oh. Na, was macht ihr denn da? Hallo? Hey! Hey, Officer! Are you alright? I'm still cuffed back here! Echt mal! Was ruhst du dich da drüben so aus? Ich will raus! Lass mich raus! Gib's doch nicht! Mittagsschlaf kannst du später halten! Na, Polizei! Fauler! Naja, zumindest diese eine hier. Gibt's doch gar nicht. Why the hell did he have his gun out? Gute Frage. Vielleicht wollte er uns ein Reh erjagen. Oder was meinst du? Wir müssen irgendwie raus. Also los geht's. Und nochmal. Und nochmal. Nun mach schon kaputt. Sehr gut. Bewegen wir uns hinaus. Und raus da. Kopfüber ist immer die beste Idee. Aber was bleibt für eine Wahl? Au! Oh. Ah, endlich aus der Karre raus. Die frische Luft. Oh, bringt überhaupt nichts, wenn man so große Schmerzen im Bein hat wie ich. Oh, jei. Los! 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 Oh ja, es ist gleich geschafft. Uiuiui. Officer! Officer! Eieiei. Geh ich doch jetzt nicht hin. Ich brauch vorher eine Waffe. Los. Athletisch. Oh, was war das denn? Looks empty. Alter. It'll be easier to carry with these cuffs off. Da mag was dran sein. Was gibt's denn hier noch? Gewehrpatronen. Vielleicht können wir die ja spucken. Na los. Oh, was knackt denn da so? Eieiei, das ist kein schönes Geräusch. Ich will nicht zu dem hin. Ich will ihn doch nicht bei seinem wohlverdienten Nickerchen stören. Ich meine, wenn er so ein Typ ist vom Typ Morgenmuffel, wacht er auf und beißt mich oder so, weil... Mache ich auch, wenn ich morgens geweckt werde und nicht aufwachen will? Officer? Kennt ihr ja bestimmt selbst. Ihr Morgenmuffel.
Wir versuchen ihn mal nicht zu wecken, aber dennoch an die Schüssel heranzukommen, denn wir wollen ja die Handschellen loswerden. Los geht's. Das war nicht so schwer. Und nun geht's los. Nein! Oh, wie kannst du bloß so tollpatschig sein? Na gut, zweiter Versuch. Leise. Ganz leise. Und los! Ja. Das war sehr geschickt. Nächster Versuch. Streng dich an. Jawohl. Und der letzte. Freiheit. Was? Was? Officer. Oh nein, die hat mich geweckt. Ah, ich wusste es. Er ist ein Morgenmuffel. Er ist ein Morgenmuffel. What in the hell? Ein Morgenmuffel. Oh nein. Schnell. Nimm die Knarre. Nimm die. Knarre. Ich hasse Morgenmuffel. Nein. Wie? Oh, das gibt's doch nicht. Schon wieder lässt er was fallen. Los, los, los. Komm, streng dich an. Ich will hier nicht verrecken. Los. Echt mal. Schlaf weiter. Oh ja. Gern geschehen. Ich denke, das ist eine recht entspannte Liegeposition. Dem geht's jetzt gut. Ach ja. Ah, Hallöchen. Wer bist denn du? Aber Moment, ich muss erstmal gucken, ob es dem Officer auch gut geht. His skin's all rotten and he smells like shit. What the hell is this? Naja, ich hab gehört, Morgenmuffel waschen sich auch nicht sehr oft. Are you dead? Nein. Hey! Are you dead? Rufst du den... guck mal hin, der hat keinen Kopf mehr. Der wird bestimmt noch mit dir reden und antworten. Help! Go get someone! There's been a shooting! Naja, du hast jemanden brutal abgeschlachtet. Das war keine Schießerei, mein Freund. Hä? Oh nein, die wilden Tiere! Ein Reh! Ein tollwütiges Reh! Ah! Au! Knack, knack! Schnell weg! Die Rehe kommt! Als die Tiere den Wald verließen. Oh nein! Oh nein! Nun lauf! Warum kannst du denn nicht laufen? Ich glaube, wir haben Glück, es sind langsame Rehe. Und wieder haben wir Glück. Der kann nicht richtig laufen. Fuck! Wir aber auch nicht! Na gut, Gleichberechtigung für alle. Wir sind ja für Chancengleichheit. Lauf! Lauf! Diese tollwütigen Rehe überall! Warum habe ich so keine Knarre? Über! Los! Eieiei, das war wieder knapp. Schon zweimal den Tod von der Schippe gesprungen. Obwohl. Haut ab! Das ist mein Haus! Jetzt jedenfalls. Haut ab! Oh. War das ein Schuss? Nein. Es waren viele Schüsse. Was geht da ab? Aber gut. Puh, wir scheinen es vorerst überstanden zu haben. Und hier ist es ganz, possierlich. Ich glaube, hier kann man eine Weile bleiben. Auf jeden Fall scheint wer daheim zu sein. Denn die Kamine brennen ja. Oder ist das bloß Feuer? Im Haus? Nicht im Kamin? Ah, sehr gut. Eine Tragekutsche. Setzen wir uns rein, spannen uns ein tollwütiges Reh davor und los geht's. Dann können wir das Bein etwas entlasten. Aber ich habe keine Anlegoption. Na gut. Ah, ein Teeservice. Na, bitte. Das, was ich brauchte. Fill one of those teacups with some bourbon if I could. Help! Sag mal, was willst du mit Alkohol? Ich glaub's ja nicht. Am frühen Nachmittag schon saufen oder was? No ladder. I'm not getting up there anyway. This leg way it is. Ja, da magst du recht haben. Batman könnte es. Anybody up there? Bestimmt. Das war eine Frage. Antworte. Hello? Anybody in there? Ich bin sicher, dass jemand... Yell if you can hear me! Huh. Still no answer. I thought I saw a little girl in the forest. Are you up there? I'm not one of those things. Wahrscheinlich hast du bloß halluziniert.
Ist kein Wunder bei diesem fiesen Schädelhirntrauma. I guess it's empty. Nun gut. Vorerst belassen wir es dabei. Humpel! 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 Is there anybody here? Ah, bestimmt. Hier muss doch jemand sein. Wir sind doch mitten in der Zivilisation. Gehen wir zum Tor. Maybe I should just check inside the house through the glass door before wandering out into the neighborhood. Aber wieso? Ich will zu den Autos. Schnapp dir ein Auto und fahr in die Freiheit. Na los! Humpelt da jetzt hin! Oh! Maybe I should just check inside the house. Na gut, ist ja okay. Before wandering out into the neighborhood. Machen wir es eben so. Strange man here, bleeding in your backyard. Ja, das ist eine sehr exakte Beschreibung unserer Person. Aber offenbar scheint es niemanden zu kümmern. Aber das sieht man auch jeden Tag, meine ich, hier in den USA. Wo es ein Shooting nach dem anderen gibt. Und mit Shooting meine ich nicht etwa Fotos, sondern Ballereien. Hinein in die gute Stube. Hello, anybody home? I need a little help. So einem würde ich auch helfen. Öffne doch mal die Tür. Die ist bestimmt auf. Natürlich. Coming in. Don't shoot, okay? Das ist in der Tat wichtig zu sagen. Hoffentlich tut's auch keiner. Ah. Hello? I'm not an intruder. Ah. Or one of them. Gemütlich ist es hier. These people might need more help than I do. Ah, perhaps. Ein Malbuch. Oh. Ein Einhorn. Liebes Einhorn, erfüll mir meinen Wunsch. Machen die doch, oder? Keine Ahnung. Bestimmt. Da hat jemand mit Tomatensaft gekleckert. Aber ist hier auch die Küche. Ob es hier irgendwo Spaghetti... Oh. Bolognese? There's something on there. Ja, ich weiß. Ich hab's gesehen. 3 new messages. Message 1 left at 5:43 p.m. Hey Sandra, this is Diana. We're still in Savannah. Fancy. Ed had a little incident with some crazy guy near the hotel, so we had to get him back to the ER and have it checked out. Anyway, he's not feeling well enough to drive back tonight, so we're staying an extra day. Thanks so much for looking after Clementine, and I promise we'll be back in time before your spring break. Oh, oh. Das glaube ich kaum. Oh my god, finally. I don't know if you tried to reach us. All the calls are getting dropped. They're not letting us leave and aren't telling us anything about Atlanta. What? Please, please, just leave the city and take Clementine with you back to Murrieta. Oh, I've got to get back to the hospital. Please let me know that you're safe. Message 3, left at 6:51 a.m. Clementine, baby. If you can hear this, call the police. That's 911. We love you. We love you. We love you. Schluchz. Welch tragische Geschichte. Oh, was da wohl passiert ist? Huh? Was? Ist hier etwa ein Kind in den Schränken versteckt? In diesem zum Beispiel? In der Schublade wohl weniger. Ein Walkie-Talkie. Hello? You need to be quiet. Okay. Ich versuche es. Ich bin kein Monster. Ich weiß es nicht. Are you okay? I'm okay. They tried to get me, but I'm hiding until my parents come home. Oh, das wird eine Weile dauern, glaube ich. Ah, was guckst du? What's your name? I'm Clementine. This is my house. Hi, Clementine. I'm Lee. Bruce Lee. How old are you? 8. And you're all alone? Yes. I don't know where anybody is. How old are you? I'm, 37. Okay.
Mann, sind wir aber steinalt. Wer wird schon 37? They took a trip and left me with Sandra. They're in Savannah, I think, where the boats are. Oh ja, wenn du meinst. Are you safe? I'm outside in my treehouse. Wo ist ich doch? I can't get in. That's smart. See? Can you see me? I can see you through the window. Hallo, wie geht's? Darf ich hochkommen? Was? Was? Oh! Oh, was? Lass mich! Ah, Kuh, Kuh! Immer ganz viel Kuh! Ah, lass! Ey, ey! Jawohl! Nein! Ah, ah, scheiße! Oh, das tut weh! Meine Fresse! Tritt weg, das Ding! Oh, knackt schon wieder! Oh, nein! Nein! Oh, nein! Aua! Aua! Hilfe! Hilfe, Hilfe! Ein Hammer! Ein Hammer! Gib mir den Hammer! Ich muss das Vieh töten! Nein! Hilfe! Kuh! Kuh, 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 Kuh! Los! Überlegene männliche Kraft! Aber sie gibt einfach nicht auf! Auf den Kopf! Bam! Gib mir! Gib mir! Los! Los! Flash! Haut drauf! Haut drauf! Nochmal! Ja, da... Oh. Nochmal! Nochmal! Hm. So eine schöne Frau habe ich nicht sehr oft gesehen in meinem Leben. Nur ein oder zwei Mal vielleicht. Ja, jetzt sind wir auch entsprechend kostümiert. Hm. Ja. Yes. It's okay. I think she was a monster. I think so too. Yeah.